alle die Klappe. Ich brauche heute die Schulkamera. Keine Widerrede. Ich drehe mein Bewerbungsvideo für den Bachelor und ich habe vergessen, dass die Frist heute um 5 abläuft. Es ist unglaublich, dass du an diesem sexistischen Scheiß teilnehmen willst. Es ist nicht sexistisch. Es sind doch fast nur Frauen. Ich glaube, du verstehst das nicht. Der Bachelor ist die eine Reality-Show, wo ich mitmachen würde, wenn ich ein schmeichelhafteres Heulgesicht hätte. So geht's mir mit Steven Seagals Lawman. Aber der Bachelor bestärkt die archaischen Gender-Stereotypen. Ich weiß. Und ich wäre perfekt dafür. Wer will meine Kamerafrau sein? Aha. Viel Glück bei der Suche nach einer Frau, deren Selbstwertgefühl niedrig genug dafür ist. Ich mach's. Mary Louise. Dankeschön. Yes. Guten Morgen, Ladies. Ich wollte Sie nur kurz daran erinnern, dass Superintendent Greg heute bei uns ist. Sein Besuch muss tadellos laufen nach der Explosion von Miss Feldmans Kartoffelbatterie letztes Jahr. Ich brauche nicht noch ein mit Autotune bearbeitetes Video von mir im Internet. Ah! Kartoffelbrei in meinem Gesicht! Da ist Brei! Brei in meinem Gesicht! Ah! Kartoffelbrei in meinem Gesicht! Helft mir! Helft mir! Kartoffelbrei in meinem Gesicht! Ruf die Polizei! Ich lasse mich nicht noch mal so demütigen. Jeder hier wird sich bestmöglich benehmen, Miss Cannon. Oh, keine Sorge. Ich bringe den Kindern mit Bruchrechnung die Unterschiede in Transgender-Gesichtern bei. Auf gar keinen Fall. Sie unterrichten Geometrie mit Bastelpapier und Kleber den ganzen Tag. Oh, und Feldman, Ihre Klasse lassen wir aus. Ich will nicht, dass der Superintendent weiß, dass Sie noch unterrichten. Wow. Ich bin aber vorbereitet. Ich habe einen Stundenplan. Meine Klasse macht einen riesen Berg mündlicher Prüfungen. Und ich habe dieses Kleid schon vor 2 Monaten bei Marshalls gekauft. Auf keinen Fall. Oh, kommen Sie. Geben Sie mir noch eine Chance. Fein, Sie sind dabei. Aber wenn Sie an dieser Schule bleiben wollen, beschämen Sie mich nicht noch mal. Ich kenne die Bedeutung des Wortes beschämen nicht mal. Oh Gott. Seht ihn euch gut an, Leute. Das ist der Mann, den wir heute unbedingt beeindrucken wollen. Also, was sagen wir, wenn er reinkommt? Buenos dias, Superintendente. Bonjour, Direktor. Konnichiwa, Superintendent-san. Das war toll und so natürlich. Soll ich ihm zeigen, wie ich mit meiner Achsel furzen kann? Das würde ihn zu sehr beeindrucken, Jason. Dein Supertalent verbirgst du lieber, okay? Hey, ich habe dir ein Leseposter mitgebracht. Ich dachte, damit kannst du deine 50-Cent-Collage verdecken. Danke, aber ich habe sie schon frisiert. Los, Leute, macht eure Matheaufgaben zu Ende, ja? Alles okay? Ich habe alles wie ein Laserstrahl im Fokus. Jede Faser meines Selbst ist dem Erreichen meines Ziels gewidmet. Pearsons Respekt gewinnen und den des Superintendents. Mein ganzes Leben zielt auf diesen einen Moment und nichts kann mich aufhalten. Wow, hört sich an, als hättest du alles im Griff. Jason ist in die Decke geklettert. Ich hoffe so sehr, dass Miss Knapp zum Bachelor darf. Weil sie mich inspiriert. Ich wollte Cheerleader werden und Miss Knapp hat mich für die Tryouts gecoacht. Fertig? Okay! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich hab's nicht nur ins Team geschafft. Ich wurde Chef-Cheerleader. Dankeschön, Miss Knapp. Der Superintendent kommt! Schnell, zurück auf deinen Platz! Chelsea, ist es das wert, du lügst für den Bachelor? Offensichtlich hast du die Show noch nie gesehen. Und jetzt geh! Okay. Das erste Mal etwas über den 7-jährigen Krieg hörte ich auf einer Schaumparty in Mexiko. Jason, wir wollen doch nicht, dass Miss Feldman wie angeschmiert vor dem Superintendent steht, oder? Ist mir egal! Jason, bitte! Wenn du jetzt sofort runterkommst, gebe ich dir $10. Oder $3 und eine Froyo-Bonuskarte, wo der nächste gratis ist. Nein! Oh mein Gott, Captain America ist gerade reingekommen. Netter Versuch. Er ist auf der Shield Hover Base. Jason, du schwingst deinen b***nen Sch*** sofort aus dieser Zwischendecke!
Ist er schon wieder unten? Sowas von gar nicht. Und Miss Feldman hat geflucht. Nein, hat sie nicht. Hillary, geh bitte an Miss Feldmans Schublade und gib allen einen Wendy's-Gutschein. Ich habe eine Idee. Wir räuchern ihn aus. Was ist das? Eine Flasche Gap Dream Parfum, das mir einer meiner Schüler zu Weihnachten geschenkt hat, ist besser als Tränengas. In einer Sekunde ist er unten. Oh mein Gott. Oh nein, 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 nein. Jason, bleib, wo du bist. Er ist in Bewegung. Okay, Kinder, was meint ihr? Mehr. Du hast recht. Gutes Auge. Chelsea, ich habe mir eine Folge des Bachelors angesehen. Das ist so romantisch. Du hattest recht. Es ist die Lügerei wert. Ich weiß, es ist wie ein Best-of moralisch kaputter sexy Frauen. Ich muss dabei sein. Wir werden dich wunderschön aussehen lassen. Und total nuttig. Unberechenbar. Dezent geisteskrank. Verletzlich. Ein Opfer, das sich selbst hasst. Oh mein Gott, ich hänge den ganzen Tag mit dir herum und wenn ich nach Hause komme, sehe ich dich im Fernsehen. Wir sind dann immer zusammen. Hey, habt ihr komische Geräusche aus der Decke gehört? Nein, wieso? Reden wie im Flur. Totales Chaos. Meine Schuld, Mädels. Keine Spur von ihm. Wie kannst du ein Kind in der Decke verlieren? Du stehst auf Pearsons Abschussliste. Ich weiß. Und das nur, weil ich eine blöde Kartoffel hab hochgehen lassen. Stellt euch vor, er wüsste, dass der 2013er Läuseausbruch meine Schuld war. Der war staatenübergreifend. Alle Staaten. Meinetwegen musste ich mir die Haare schneiden lassen? Ich sah aus wie Anne Hathaway in Les Miserables. Ich dachte, ihr wüsstet das. Ich war die Einzige, die sie auch untenrum gekriegt hat. Lektion gelernt. Kauf niemals einen Fedora bei einer Auktion. Das erzähle ich allen. Diese Situation ist furchtbar. Ich muss dieses Kind aufhalten. Ich versichere Ihnen, Superintendent, dass alle sich darauf freuen, Ihnen zu zeigen, woran Sie dran sind. Und keine Kartoffelbatterien. Das war nicht lustig. Sehr effizientes Ausschneiden von Kreisen, Quadraten und Dreiecken, klasse. Macht weiter so. Miss Cannon, hier, ein Schneemann. Ein Schneemann? Darf ich dich was fragen? Wieso ist das ein Schneemann? Weil er ein Mann aus Schnee ist. Wie wäre es mal mit einer Schneefrau? Nein, das will ich nicht. Wieso? Hast du Angst vor der Kraft einer Schneefrau? Weißt du, wie schwer eine Schneefrau arbeiten muss, um am gleichen Platz zu stehen wie ein Schneemann? Und damit ist unsere Zeit hier rum. Gehen wir doch in die Sporthalle und sehen uns Coach Bossys Programm an. Ist das besser? Ein Schneetransgender. Das ist gut. Ah, wie läuft's? Da ist ein Waschbär in der Decke und den blase ich raus. Es ist kein Waschbär, es ist Jason C. Und ich bin geliefert, wenn Pearson das rausfindet. Oh, alles klar. Ich rede mit ihm. Ich bin Freiwillige bei einer Selbstmordhotline. Wirklich? Nur ein Hobby. Cool. Verdammt, ich hätte das Ding echt gern benutzt. Und wir drehen und ich sage Action! Und so lernt man Mathematik. Chelsea, solltest du nicht gerade Sozialkunde unterrichten? Was hast du da gerade gesagt? Ich sagte, du solltest jetzt Sozialkunde unterrichten. Niemand darf so mit mir reden. Ah! Du benimmst dich verrückt. Ich bin nicht verrückt. Ich habe kein Problem mit Frauen. Aber Frauen haben manchmal ein Problem mit mir. Nein, 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 das ist nicht echt. Das ist nur Schauspielerei. Das ist nur Ketchup. Ich will nicht mehr, dass Sie beim Bachelor mitmachen. Sag das nicht, Tiffany. Hm. Nein, 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 ich tu dir nichts. Nur sag das nicht. Jason, ich weiß, wie du dich fühlst. Da war ich auch mal. 16 Jahre alt, die Periode ist nicht da. Du weißt nicht, wer der Vater ist. Aber Selbstmord ist nicht die Lösung.
Deb, er ist ein 8-jähriger Junge in einer Decke, kein 16-jähriges Mädchen auf einer Brücke. Überlass das einem Profi. Ich kenne die Fantasien, die dir durch den Kopf gehen. Deine Freunde und deine Familie finden dich in deinem eigenen Blut. Und dann werden sie wissen, wie falsch sie lagen. Aber die Sache ist die, du wirst nicht da sein, um es zu genießen. Es kommt nämlich nichts nach dem Tod, also ist alles egal. Wenn alles egal ist, komme ich auch nicht runter. Du solltest dir eine andere Stelle als Freiwillige suchen. Ich hab's. Ich hab die Idee. Niemand kann Nein sagen zu Mr. Waffles, dem unbekümmerten Schnabeltier. Nein. Sei kein Puppenpupser, Deb. Jason, hier möchte jemand ganz Besonderes dich kennenlernen. Hallo, Jason. Zeit, aus der ollen Decke rauszukommen. Wieso hältst du dich nicht an meinem Schnabel fest? Und ich helfe dir da runter, Junge! Okay, Jason. Für diese Puppe hat Miss Watson 8 Wochen in einem Intensivmediatoren-Puppenworkshop gebraucht. Also bitte ich dich, sie mir einfach vorsichtig zurückzugeben. Oh, oh mein Gott! Mr. Waffles! Oh mein Gott! Nein! Sie müssen in der Pause sein. Kommen wir später wieder. Ich habe meine Managementkarriere bei der Great Steak and Potato Company sausen lassen, um Lehrerin zu werden. Und ich werde nicht zulassen, dass Jason C. mir das wegnimmt. Der Kopf, bring ihn zurück! Jason, mein kleiner Mann, Miss Feldman möchte wirklich, dass du aufhörst, wegzukrabbeln. Das darf doch nicht wahr sein. Verdammt, dieses Kleid ist von Marshalls. Wenn du Krieg willst, werden wir Krieg führen. Und ich waren verliebt. Und dann an seinem 18. Geburtstag entschied er sich für eine plastische Operation seiner Nasenlippenfalten. Während des Eingriffs erlitt er einen Schlaganfall. Er verlor das Gefühl oberhalb seiner Schultern. Der Kopf war ohne Gefühl. Okay, stopp! Das funktioniert nicht! Doch, und wie? Du bist vom Winde verweht! Ich schätze, es ist gesund, aber ich muss sagen, ich vermisse Schokoladentörtchen und Chips. Das geht mir genauso. Superintendent Greg, da sind Sie wir ja. Wir sind beschäftigt. Wir sind auf dem Weg zu Miss Feldmans Klasse. Aber, zuerst müssen Sie den Lagerraum sehen. Ja. Er ist der perfekte Ort für einen originalgroßen Webstuhl. Ja, oder als Dunkelkammer für meine Postmortem-Fotografie. Ihre was? Meine Nur-Fotografie. Das ist ein schöner Anzug. Woraus ist der, Gabardine? Ich werde dich rächen, Mr. Waffles. Axelfürze, er ist in der Nähe. Ich möchte Ihnen von meiner Idee erzählen. Ein Mixer für Single-Dads und Lehrer. Danke, Ladies. Aber wir müssen jetzt zu Miss Feldmans. Aber zuerst in die Cafeteria. Da waren wir schon. Ja, aber wir haben dort leider zu wenig Joghurt. Und ich werde diese Pilzinfektion nicht los. Und ich werde mit Sicherheit keine weitere Chemiebombe in meine... Oh, wie will los! Als wir campen waren, bemerkte Trevor aufgrund seiner fehlenden Empfindungen oberhalb seiner Schultern den Bären nicht, der ihn ableckte, während er schlief. Also aß der Bär sein halbes Gesicht. Als wir für die Gesichtstransplantation im Krankenhaus waren, nähten sie das halbe Gesicht auf die Seite, wo er das halbe Gesicht noch hatte. Also hatte er ein doppeltes halbes Gesicht. Das war unfassbar schwer für mich. Ach.
ist eine Sackgasse. Es ist vorbei. Nein! Du solltest dich vielleicht fragen, ob du das hier auf die leichte Tour oder die harte Tour willst. Ich komme nie mehr runter! Niemals! Die harte Tour geht klar. Und dann überfuhr ihn ein Bus. Oh mein Gott. Ich hoffe, das hier ist meine zweite Chance auf Liebe. Man könnte leicht 50 bis 60 Single-Dads hier unterbringen und dieser Klassenraum hat tolles Licht. Verflixt noch mal! Was ist denn hier los? Wir haben nur... Nur was? Oh mein Gott. Perfekter Körper. Feldmann! Und das ist der Grund, wieso ihr niemals in die Decke klettern solltet. Feldmann! Wir machen ein Sicherheitsvideo. Ja. Ich habe beschlossen, ein Sicherheitsvideo zu drehen nach dem letztjährigen mini-kleinen und nebensächlichen Kartoffelbatterievorfall. Wussten Sie, dass eins von 7000 Kindern bei einem Zwischendeckenunfall stirbt? Lasst uns das stoppen! Stoppt! Unfälle in Zwischendecken! Zwischendecken sind außer Kontrolle. Ich habe einen Cousin darin verloren. Ja. Zwischendecken sind gefährlich. Ich bin geschockt. Ich weiß, dass Sie gehen müssen, Superintendent. Also... Und cut! Alles klar, Leute, auf zum Lunch! Ich hatte nichts damit zu tun. Die Lehrerinnen haben alles alleine gemacht. Eine große Geste, das zuzugeben, Tobi. Die meisten Schulleiter wollen den Ruhm für sich allein. Das war ein außergewöhnlicher Besuch. Ihre Lehrerinnen sind motiviert, weichen konstant von der Routine ab und sind mutige Feministinnen, die wissen, dass noch viel zu tun ist. Und dieses Sicherheitsvideo, sehr fortschrittliches Denken. Sie sehen mich beeindruckt. Ich danke Ihnen vielmals. Ich bin sehr stolz auf mein Kollegium. Das sollten Sie auch. Okay, Jason, deine 30 Minuten Deckenzeit sind um. Miss Feldmann, wieso darf Jason jeden Tag in die Zwischendecke? Weil Jason durch sich als Druckmittel einen Deal ausgehandelt hat. Weiß irgendjemand, was ein Druckmittel ist? Okay! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah! Niemand darf so mit mir reden. Verflixt noch mal! Was hast du da gerade gesagt? Verflixt noch mal! Ich bin nicht verrückt! Und das ist der Grund, wieso ihr niemals in die Decke klettern solltet.